Fischspieße 250 Gramm fest kochendes Fischfilet, wie zum Beispiel Wolfsbarsch, Seehecht oder Seeteufel, eine rote Paprikaschote, eine kleine Fenchelknolle, ein Zucchini, vier Schalotten, eine Frühlingszwiebel, 200 ml Sonnenblumenöl zum Marinieren, 1-2 Zitronensalz, eine Knoblauchzehe. 800 Gramm Kartoffeln, vorgekocht, Salz, 2 Zwiebeln, 3 Öl zum Braten, Dill zum Garnieren pro Person. 539 Kal, 2255 Kj, 30,8 Gramm Eiweiß, 30,9 Gramm Fett, 35,1 Gramm Kohlenhydrate. 3 Appetithappen vom Smörgåsbord mit Graubrot. Eine große Scheibe Graubrot, 10 bis 15 Gramm Butter, 2 Scheiben Leberpastete, 2 Cornichonsschnitzel von eingelegten roten Paprikaschoten oder Weintrauben mit Weißbrot. 2 kleine Scheiben Weißbrot, möglichst in quadratischer Form, 2 Eier, 2 bis 3 Eel Mayonnaise, 2 bis 3 TL Joghurt, 1-2 TL Zitronensaft, 1-2 TL Tomatenmark, 1-2 TL Kubnaksa, 1.7 Pfeffer Worcestershire Sauce, 2 kleine Salatblätter. 10 Gramm Butter, etwa 80 Gramm kleine Garnelen, 2 Dillzweige mit Schwarzbrot. 2 kleine Scheiben Schwarzbrot, 10 bis 15 Gramm Butter, knapp V8 Liter Sahnesalz, 1-2 bis 1 Eel geriebener Meerrettich, 4 Scheiben geräucherter Lachs, 2 TL Kaviar, etwas Kresse für die Garnitur, das Graubrot in gleichmäßig kleine Dreiecke teilen, mit Butter bestreichen und mit Leberpastete belegen. Mit Scheiben von Cornichons und Paprikaschnitzeln oder mit halbierten und entkernten Weintrauben garnieren. Die Weißbrotscheiben diagonal durchschneiden. Die Eier in 8 bis 10 Minuten hart kochen, abschrecken, pellen und vierteln oder achteln. Die Mayonnaise mit Joghurt, Zitronensaft, Tomatenmark, Kognak, Salz, Pfeffer und Worcestershire Sauce abschmecken. Die Salatblätter halbieren. Das Brot mit Butter bestreichen und mit einem halben Salatblatt belegen. Darauf die Garnelen geben. Mit Eispalten, Mayonnaise und Dill garnieren. Die Schwarzbrotscheiben möglichst rund ausstechen und buttern. Die Sahne mit Salz steif schlagen und den Meerrettich unterziehen. Den Lachs zu Tütchen formen und auf die Brotscheiben geben. Mit Sahne, Meerrettich und Kaviar garnieren. Nach Belieben die Kresse dazulegen. Gebratene Auberginen mit Knoblauchsoße für 4 bis 6 Personen. Für die Knoblauchsoße 3 bis 4 Knoblauchzehen, 1-2 unbehandelte Zitrone, 50 Gramm Feta, 150 Gramm Joghurt Natur, 2 Eel Mayonnaise, 30 Gramm gemahlene Mandeln, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 2 kleine Auberginen, insgesamt etwa 250 Gramm, 1-2 Bund Koriander, 2 Schalotten, etwa 10 Eel Olivenöl, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffertipp: Die Knoblauchsoße passt auch ausgezeichnet zu frittierten Zucchini oder Tomaten sowie Avocadoscheiben. Weinempfehlung: junger, fruchtiger Chianti für die Knoblauchsoße. Die Knoblauchzehen abziehen und zerdrücken. Etwas Zitronenschale abreiben und den Saft auspressen. Feta zerdrücken und mit Joghurt, Mayonnaise, Mandeln und Knoblauch verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenschale abschmecken. Die Auberginen waschen, trocken tupfen, den Stielansatz entfernen und in 1-2 cm dicke Scheiben schneiden. Den Koriander waschen, trocken tupfen, die Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. Einige für die Garnitur zurückbehalten. Die Schalotten abziehen und fein würfeln. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Auberginenscheiben einige Minuten beidseitig braten. Salzen und pfeffern, dann herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Auberginenscheiben auf einer Platte anrichten, mit Koriander und Schalottenwürfeln bestreuen, mit einigen ganzen Blättchen garnieren und die Knoblauchsoße dazu reichen. Die Auberginenscheiben schmecken warm oder kalt. Viele Vitamine, wenig Kalorien und ein zarter Geschmack, es ist kein Wunder, dass Auberginen immer beliebter werden. Sie werden fast das ganze Jahr über angeboten. Die Reife der Früchte kann man daran erkennen, dass die Schale auf leichten Fingerdruck eine Delle zeigt. Auberginen lassen sich vielfältig kombinieren.
Gute Partner sind Paprika, Zucchini, Pilze, Zwiebeln, Tomaten und Kartoffeln, aber auch verschiedene Käsesorten. Man darf ruhig etwas mehr würzen, zum Beispiel mit Pfeffer, Knoblauch, Kräutern, Sojasauce und Zitronensaft. Damit die Vitamine erhalten bleiben, werden Auberginen nicht geschält. Dünsten, kochen, schmoren, braten, grillen, backen, in Scheiben oder püriert, warm oder kalt, alles ist erlaubt, nur roh sollte man sie nicht essen. Tomatenquiche für etwa 10 Personen 200 Gramm Mehl 20 Gramm Hefe 1 Ei 3 El Creme Freiche 80 Gramm Buttersalz 5 Tomaten 125 Gramm Emmentaler Scheibletten 6 in Öl eingelegte Sardellenfilets Butter für die Form 1 El Olivenöl frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 1 TL getrockneter Oregano 1/2 bis 1 TL getrockneter Thymian 1 Eigelb 1 El Milchwein Empfehlung, Rossi de Provence das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe hineinbröckeln. Ei und Creme Freiche hinzufügen. Die Butter in Flöckchen auf dem Rand verteilen und Salz hinzufügen. Alles zügig zu einem homogenen Teigwerk kneten. Abgedeckt eine gute halbe Stunde stehen lassen. Währenddessen die Tomaten waschen, vom Stielansatz befreien und in Scheiben schneiden. Den Käse und die Sardellenfilets in mundgerechte Stücke schneiden. Eine Form von 28 cm Durchmesser einfetten. Den Teig ausrollen und die Form mit 3/4 des Teigs belegen. Den Rand ein wenig hochdrücken. Nochmals 15 Minuten stehen lassen und mit Öl bestreichen. Den Teig mit Tomatenscheiben, Sardellenfilets und Käsescheiben belegen. Mit Salz, Pfeffer, Oregano und Thymian bestreuen. Den restlichen Teig etwas dünner ausrollen und in Streifen schneiden. Diese Teigstreifen so auf die Quiche legen, dass ein Gitter entsteht. Eigelb und Milch verrühren und das Gitter damit bestreichen. Für etwa 40 Minuten in den auf 210 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben Teegeschmack, dabei wenig Kalorien, das zeichnet eine leuchtend rote Frucht aus, die vor gar nicht so langer Zeit Einzug in unsere Küchen gefunden hat. Tomatl, nannten die Azteken dieses Gemüse, das Kolumbus vor 500 Jahren aus Mexiko mit nach Europa brachte. Inzwischen wurden viele Arten neu gezüchtet, doch der Name ist geblieben. Für diese Küche eignen sich am besten sonnengereifte Tomaten mit kräftigem A. Gefüllte Artischockenböden die Petersilie waschen, trocken tupfen, die Blättchen von den Stielen zupfen und hacken. Hähnchenbrust, rohen und gekochten Schinken sowie die Oliven sehr klein schneiden. Das Ei verquirlen und mit 2 Esslöffel Parmesan und Paniermehl zu den übrigen Zutaten geben. Mit Salz, Pfeffer und Thymian abschmecken. Die Fasse in die Artischockenböden füllen, mit dem restlichen Parmesan bestreuen und für 8 bis 10 Minuten in den auf 200 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben. Die Tomaten waschen, halbieren oder vierteln und alles mit Salatblättern auf einer Platte oder Portionstellern anrichten. Warm oder kalt servieren. Die Blütenköpfe der Artischocken waren schon im Altertum eine begehrte Delikatesse. Heute werden sie in den gemäßigten und südlichen Regionen vor allem rund ums Mittelmeer, aber auch in der Bretagne angebaut. Und so kommt man an die Artischockenböden, die liebevoll belegt, sich als köstliche Vorspeise anbieten, nach dem Waschen zunächst den Stiel nahe am Blütenansatz ruckartig abdrehen, so werden harte Fasern aus dem Boden mit herausgezogen. Bei jungen Artischocken den Stiel mit einem Messer abschneiden, den Blütenboden mit Zitronensaft beträufeln, damit er nicht braun anläuft, die unteren harten Blätter abbrechen, mit einem scharfen Messer die Artischocke über dem unteren Drittel quer durchschneiden, die hellen Blütenblätter rund um den Boden abschneiden, sodass das sogenannte Heu zum Vorschein kommt, mit einem scharfkantigen Löffel oder besser mit einem Kugelausstecher. Die faserige Masse entfernen und wegwerfen. Mit einem scharfen kleinen Messer eventuelle harte Stellen und noch verbliebene Blätteransätze entfernen, die Böden vorsichtig in Zitronenwasser 5 bis 10 Minuten garen, herausnehmen und abtropfen lassen. Grüne Torte für 10 Personen für den Teig. 150 Gramm Quarksalz 2 Eier 3 bis 4 L Olivenöl 250 Gramm Mehl 2 TL Backpulvermehl zum Bestäuben für den Belag.
200 Gramm Kartoffeln, 600 Gramm Mangold, einige Wirsingkohlblätter, 500 Gramm Brokkoli, 250 Gramm Ricotta, 175 Gramm Kräuterkrümelfreiche, 2 große Eier, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, abgeriebene Muskatnussbutter für die Formweinempfehlung. Kräftiger Valpolicella Classico Superiore. Für den Teig den Quark mit Salz, Eiern und Olivenöl verrühren. Das gesiebte Mehl mit dem Backpulver mischen und dazugeben. Kurz verkneten, mit Mehl bestäuben und abgedeckt stehen lassen. Für den Belag die Kartoffeln waschen und in der Schale in 35 bis 40 Minuten weichkochen, glühen und durchpressen. Das Gemüse putzen, waschen und trocken tupfen. Die Stiele und Rippen des Mangolds herausschneiden und anderweitig als Gemüse verwenden. Die Blätter zusammen mit den Kohlblättern und dem Brokkoli mit 1-2 Liter Wasser in einen Topf geben und etwa 12 Minuten kochen. Kochwasser abschütten. Die Brokkoli-Stiele unten abschneiden. Das Gemüse pürieren. Ricotta, Kräuterkrümelfreiche, Eier und Kartoffeln hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gut abschmecken. Eine Form von 26 cm Durchmesser einfetten. Den Teig ausrollen und hineingeben. Die Masse darauf verteilen und für etwa 45 Minuten in den auf 190 Grad Celsius vorgeheizten Backofen stellen. Mangold war in Mitteleuropa lange Zeit in Vergessenheit geraten. Der etwas gehaltvollere Spinat hatte ihn verdrängt. Doch in Italien stehen die Blattrosetten einer Rübenart, das nämlich ist Mangold, unverändert hoch im Kurs. Sind doch seine etwas würzigen Blätter auch für manch andere Gerichte vielseitig zu verwenden, wie etwa hier, bei der Schma. Knabbern und dippen schwedische Salzstangen das Mehl in eine Schüssel, 7, in die Mitte eine Vertiefung drücken. Die Hefe hineinbröckeln und den Zucker hinzufügen. Die warme Milch hineingießen und mit der Hefe verrühren. Etwas Mehl darüber stäuben und, mit einem Küchentuch bedeckt, 15 bis 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Die weiche Butter, Dickmilch, Ei und Salz zugeben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Nochmals abgedeckt 20 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Den Teig in 25 Tischtennis bei große Stücke teilen und zu dünnen Rollen formen. Jede Rolle in der Mitte biegen und die beiden Enden umeinander schlingen. Auf ein mit Butter ausgestrichenes Blech geben, mit Milch bestreichen und mit grobem Meersalz bestreuen. Nochmals 15 Minuten gehen lassen. Für 20 bis 25 Minuten in den auf 190 Grad Celsius vorgeheizten Backofen stellen. Forellendieb die Schalotte abziehen und sehr fein würfeln. Die Pfefferkörner hacken. Forellenfilet, Mayonnaise, Kräutercremefreiche, Meerrettich und Pfefferkörner kurz mit dem Schneidstab oder im Mixer pürieren. Die Schalotten unterziehen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken. In ein Schälchen füllen und mit Brot, Cracker oder auch den schwedischen Salzstangen gehen servieren. Nach der kurzen Sommer- und Reifezeit ging es in Skandinavien seit jeher darum, die geernteten Produkte haltbar zu machen. Aber auch Brot wird dort seit langem auf Vorrat hergestellt. Dazu wurden Teigfladen sehr dünn ausgerollt und kurz bei hoher Temperatur gebacken. Sodann wurden sie, als runde oder eckige Scheiben oder auch als Stangen, in luftigen Vorratskammern getrocknet und dann oft mehrere Monate lang gelagert. Knusprig und gesalzen schmecken sie am besten, besonders zu einem pikanten Dip. Griechische Klassiker Fischrogenpaste, das Brot in Wasser einweichen und ausdrücken. Die Zwiebel abziehen und würfeln. Den Rogen, wenn nötig, wässern. Fischrogen, Brot und Zwiebel im Mixer pürieren. Das Olivenöl unterrühren hinzufügen. Eine Hälfte der Zitrone in Scheiben schneiden, die andere auspressen. Mit Zitronensaft abschmecken, gut kühlen und, mit Petersilie und Zitronenscheiben garniert, servieren. Die Taramosalata, gehört in Griechenland mit zu den beliebtesten Mezedes, kurz Meze genannt. Diese Delikatesse wird aus dem Rogen vorzugsweise von Meereschen, Karpfen, aber auch Seebarben hergestellt. Taramas wird in griechischen Spezialgeschäften angeboten. Dazu reicht man frisches Weißbrot, knackige Radieschen, Gurkenstücke oder Bleichselleriestangen.
Kartoffelknoblauchpaste. Die Kartoffeln waschen und geschält in 35 bis 40 Minuten weichkochen, pellen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die Knoblauchzehen schälen und zerdrücken. Kartoffeln, Knoblauch und Mandeln mit Olivenöl verrühren und den Joghurt dazugeben. Mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. In Griechenland fällt diese eine leckere Soße, die Skordalia, im Allgemeinen sehr viel gehaltvoller aus. Diese abgewandelte Version gab es bei Freunden zu gegrilltem Gemüse als Vorspeise. Die Beigabe von Kartoffeln und Joghurt macht sie etwas leichter und milder. Fladenbrot mit Schinken und Salbei, das Mehl mischen und in eine Schüssel geben. In die Mitte eine Vertiefung drücken. Die Hefe hineinbröckeln und mit dem Zucker bestreuen. Die Hälfte des Wassers darauf gießen und mit der Hefe verrühren. Wenig Mehl darüber streuen und, mit einem Küchentuch bedeckt, 15 bis 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Den Schinken würfeln, den Salbei waschen, trocken tupfen, die Blätter von den Stielen zupfen und hacken. Das restliche warme Wasser, Olivenöl, Salz, Pfeffer hinzufügen und gut durchkneten. Schinken und Salbei hineinarbeiten und abgedeckt mindestens 30 Minuten gehen lassen. Ein Backblech mit Butter ausstreichen und den Teig ausrollen. Auf das Blech geben, gitterartig einritzen, mit grobem Salz bestreuen und nochmals 15 bis 20 Minuten gehen lassen. Für etwa 20 Minuten in den auf 210 bis 220 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben. Warm schmeckt das Fladenbrot am besten in vielen geschichtsträchtigen Städte, die Reichtum und Macht vergangener Zeiten widerspiegeln, das ist die eine Seite der Toskana. Sanfte Hügel, silbrig glänzende Olivenbäume, Weinstöcke und von Zypressen bewachte malerische Bauernhöfe stehen für die andere Seite dieser alten Kulturlandschaft. Ihre Küche ist von einer gediegenen Einfachheit. Verarbeitet werden Produkte, die das Land hervorbringt, wie Öl, Gemüse, Wild, Fleisch, Getreide und Wein, wobei stets auf beste Qualität geachtet wird. Natürlich steht in der Toskana auch Pasta auf dem häuslichen Speiseplan, jedoch muss sie sich, anders als in anderen italienischen Regionen, ihren Platz auf den Speisezetteln mit den verschiedensten Gerichten aus dem herzhaften Land Brot teilen. Es ist erstaunlich, was Hausfrauen selbst noch aus Brotresten zaubern. Besonders gut hat mir dieses Fladenbrot geschmeckt, das mir in einer Trattoria mit Oliven zu einem Glas Chianti serviert wurde. Anchovispaste, Bruschetta Anchovispaste, 15 in Salz eingelegte Anchovisfilets, Sardellenfilets, 4 Knoblauchzehen, 3 Schalotten, 1 Bund glatte Petersilie, 2 Zweige Basilikum, 1 MSP getrockneter Thymian, 1 L Zitronensaft, 1 L Rotweinessig, 120 ml sehr gutes Olivenöl, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 kleines Baguette, einige kleine Frist, 6 E Blättchen Bruschetta, 4 große Scheiben Weißbrot, 1 sonnengereifte Tomate, 2 Knoblauchzehen Salz, 4 L Olivenöl Tipp. Mit einer dünnen Schicht Olivenöl abgedeckt, kann die Anchovispaste in einem verschließbaren Glas gut einige Wochen lang aufbewahrt werden. Anchovispaste, die Anchovisfilets abspülen und trocken tupfen. Die Knoblauchzehen und die Schalotten abziehen. Die Schalotten grob zerteilen. Den Knoblauch zerdrücken. Petersilie und Basilikum waschen, trocken tupfen und die Blättchen von den Stielen streifen. Anchovisfilets, Knoblauch, Schalotten, Petersilie, Basilikum, Thymian, Zitronensaft und Rotweinessig mit etwas Öl in den Mixer geben und pürieren. Das restliche Öl unter Rühren zugießen. Wenig pfeffern. Das Baguette in Scheiben schneiden, rösten und mit der Anchovispaste bestreichen. Mit einigen kleinen Friss- und Blättchen garniert auf einer Platte anrichten. Oder die Paste als Dip zu rohem Gemüse reichen. Knoblauch und Kräuter sind die Seele der provenzalischen Küche. Wer viel Knoblauch isst, lebt länger, zumindest aber gesünder. Die Verbindung mit den kleinen Sardellen und die Begleitung durch einen köstlichen provenzalischen Ruß, gut gekühlt, versteht sich, überzeugt den Gaumen auch ganz ohne gesundheitspolitische Erwägungen. Bruschetta, das Brot bei 190 Grad Celsius in den vorgeheizten Backofen geben und goldgelb rösten. Die Tomate halbieren. Die Knoblauchzehen schälen,
die Brotscheiben mit den Knoblauchzehen einreiben. Mit den Tomatenhälften darüber streichen und salzen. Jede Scheibe mit Olivenöl beträufeln und sofort servieren. In der Toskana habe ich mehrere herzhafte ländliche Brote kennengelernt, die man als Imbiss oder als Vorspeise genießen kann. Sie werden nach altüberlieferten Rezepten hergestellt. Am bekanntesten ist wohl diese Bruschetta, und dabei ebenso einfach wie köstlich. Aber die Zutaten müssen von bester Qualität sein. Feigencreme, Auberginen, Kutnei, Feigencreme, 4 Eier, 4 frische Feigen, 6 in Öl eingelegte Sardellenfilets, 2 L Kapern, 4 L gemahlene Mandeln, 3 bis 4 L Olivenöl, eine unbehandelte Zitrone, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 8 Scheiben vom Baguette nach Belieben, eine Knoblauchzehe. Weinempfehlung: Pinot Grigio aus Venetien oder Del Veneto, Auberginen Kutnei, 2 Auberginen, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Stück Ingwer von etwa 2 cm, 1 kleine rote Chilischote, 1/2 buntglatte Petersilie, 1/2 Zitrone, 6 bis 7 L Olivenöl, 1 L Tomatenmark, 5 L Brühe oder Wassersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Zitronensaft, 1 msp. Kreuzkümmel, Feigencreme, die Eier in 8 bis 10 Minuten hart kochen, abschrecken, schälen, halbieren und die Eidotter herauslösen. Die Feigen waschen, trocken tupfen und wenn nötig schälen. Eigelb, 2 Feigen, Sardellenfilets, Kapern, Mandeln und Olivenöl im Mixer pürieren. Die Zitrone waschen, trocken tupfen und die Schale abreiben. Den Saft auspressen. Das Püree mit wenig Salz, Pfeffer, Zitronenschale und eventuell etwas Zitronensaft abschmecken. Die Baguette-Scheiben toasten. Nach Belieben mit einer Knoblauchzehe einreiben und mit der Paste bestreichen. Mit den restlichen Feigen garniert auf Tellern dekorativ anrichten. In den Mittelmeerländern 1 gehören die Früchte des Feigenbaumes genauso wie Brot, Käse, Zwiebeln, Weintrauben, Olivenöl und Honig seit eh und je zu den Grundnahrungsmitteln. So wird auch in der Bibel der Baum wiederholt erwähnt. Vielfältige Speisen bereitet man bis auf den heutigen Tag aus Feigen. Dazu zählen Feigenbrot, Kompotte, Kutneis, Marmeladen, Sirup oder Pasten. Auberginen Kutnei, die Auberginen waschen, trocken tupfen, den Blütenansatz entfernen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe abziehen. Die Zwiebel fein würfeln und die Knoblauchzehe zerdrücken. Den Ingwer schälen und hacken. Die Chilischote und die Petersilie waschen und trocken tupfen. Die Chilischote aufschneiden, entkernen und kleinschneiden, die Petersilienblättchen von den Stielen zupfen und hacken. Die Zitrone auspressen. Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die Auberginen darin beidseitig anbraten. Die Zwiebeln hinzufügen und einige Minuten weiter braten. Dann das Tomatenmark hineingeben. Die Auberginen, wenn sie weich sind, herausnehmen und im Bratform mit Brühe oder Wasser ablöschen. Alle Zutaten in einem Mörser zerstampfen oder mit dem Schneidstab des Handmixers pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und wenig Kreuzkümmel abschmecken.